Boah, Hast au. verdient. Kannst du das Hütte laden? Jo. Nee, den kannst du nicht klauen, das ist meiner. Das konnte gegangen, oder was? Das Auto gar keinen Bock, Bruder. Es fährt einfach weg. Afrika geschossen. Ja. Mit seiner bloßen Kraft einfach das Auto bewegt. Aber du ja, bist ja. Ja, Bruder, ich wollte einsteigen und auf einmal ist das Auto weggefahren, Bruder, was soll ich sagen? Junge, du bist so ein Gott, einfach wirklich. Ich weiß, Bruder, ich weiß es doch. Also jetzt wirklich. Lang lebe er mögen. Er ist groß. Er ist weise. Also worüber reden wir er gerade? Er ist wunderschön. Gott tu, Mann. Was geht, frische Brille, Bruder? Hehe, boah. Wollen Sie bei der Straßenumfrage mitmachen? Was für eine Straßenumfrage? Was geht? Wie sehen Sie den Staat momentan? Wie stellen sich die Pediler an bei Shopräumen? Ja, das sind Schwänze. Okay, also meine Kollegen sind keine Fotzen, definitiv nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Überragend, überragend. Haben Sie noch ein paar Randinfos, die Sie liefern können? Das ist mir zu privat, nächste Frage. Okay. Und wie stehen Sie zu der Thematik Boilers gegen Grüff? Ich distanziere mich davon. Ich habe schon gehört, Alter, ihr hattet heftige Schlachten, ja? Mach die Kamera aus jetzt. Guten Tag. Hallo, Jan. Schon wieder eine Umfrage. Hallo, hallo. Das war hier gemacht. Und wie stehen Sie dazu, dass gerade einer von Ihnen Kautschuk da unten angebaut hat? Finden Sie das okay auf einem Pier oder nicht? Auf wen soll ich draufhalten? Super. Wir machen ja Rückhalt alle drauf. Finden Sie super. Ja. Wie stehen Sie zu der momentanen Steuerkrise? Hab jetzt kein Problem mit. Kein Problem, okay. Wo haben Sie diesen In-Ear-Kopfhörer her? Der Taxifahrer. Das ist meine Ausstattung. Okay. Woher kommen Sie? Pack die Kamera weg, wir nehmen den Hops. Das ist eine schlechte Idee. Wie stehen Sie zum Fischen? Unterstützt oder eher nicht? Finde ich super. Finden Sie super. Finden Sie, dass Haie gejagt werden müssen? Ja, die können alle in meinem Pool. Alle in Ihrem Pool, okay. Wie sieht's aus mit den Thunfisch? Mögen Sie den? Ja, ich verkaufe den an LSC. Überragend. Was machen die dann damit? Wir nutzen den für die Autos. Das ist ein Tunefisch. Oh nein, muss los. Ich bin raus. Okay, das war's. Mach die Kamera aus. Wo ist den Kopf? Ich steche die ab, sag's mir. Okay, also meine Kollegen sind keine Fotzen, definitiv nicht. Der Motor so lange an, wie ich möchte, wissen wir? Keine Fotzen, definitiv nicht. Ja. Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet, um mit dir weiter über die Thematik zu reden. Achso, ja, ich bin ready. Ja. Hast du übrigens gesagt, immer ready. Dass du dein Brot machen kannst? Immer ready. Ich hab mir richtig Mühe gegeben, ja? Du hast sogar die Rinde abgemacht, Hilfe. Wie gut die Mutter das macht, ja? Aha. Also wer die Rinde abmacht, ist für mich ein Bastard. Halt's Maul, du, ganz weit weg. Ado. Das ja, ist das Wichtigste. Jucken die Ränder doch nicht, Digga. Bei so Schwarzbrot jucken die Ränder. Digga, dann geh doch einfach und geh. Dann geh doch einfach zum Kühlschrank, nimm deine Schinkenpackung oder Schinkenbox und fress dir einfach einen Schinken rein. So, wenn du nur belagen willst. Ach, Digga, du bist so lost, James, ja, ich Digga. Schwöre, ne? Boah! Let's go! Ich höre schon wieder Stimme in meinem Kopf, die nicht hier sind. Pack Fleisch auf die Spaghetti drauf. Hey. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ja, Romano. Ja. Was gibt's denn für ein Problem, dass sie hier durchfahren? Ich wollte einfach mal gucken, wie es bei euch aussieht. Ich wollte nur höflich Hallo sagen. Na klar, wollen wir das. Ja, ich bin das nicht gewohnt von euch so höflich. Meistens schießt ihr auf uns. Wer hat das gerade gesagt?
Eigentlich immer. Meistens grundlos. Kannst du vielleicht den Reifen dran lassen? Nee, der ist schon weg. Also, da hättest du vorher sagen sollen. Wieder dran machen, bitte. Wir sind keine Mechaniker. Ich kann sowas nicht. Ich glaube, du brauchst jetzt das ACLS an. Bei ihr läuft jetzt gar nichts mehr. Ihr läuft gleich. Nimm das andere auch ab. Ja, Digga, los geht's. Herr Romano? Ja. Ich glaube, wir müssen mal das ACLS anrufen. Ich weiß nicht, was ich meine. Ja, das ist ein Erlaubnis auf jeden Fall, dass wir hier weiterfahren sollen. Echt? Ich sehe das nicht. Ja, da muss ja. auch da Augen aufmachen. Nach vorne ja? gucken ist ein bisschen scheiße, Alter. Ja, aber das Fahrzeug wäre schon abgesenkt, wenn so ein Reifen fehlen, ne, meine Freunde. Das, warte. Physik, Gravität. So, soll ich es kurz testen, ob das absinkt? Können wir mal rechts ranfahren? Ich würde das nicht machen. Wie denn ohne Hinterrad? Ja, dann fahren wir rechts ran. Wie denn ohne Hinterrad? Bleibt hier hinten eigentlich stehen. Ey, euer Auto ist kaputt, wollte ich nur kurz sagen. Ja, wo denn? Komplett hinten alles verbeult. Okay. Moment, fahr mal ein Stück rüber, nicht mit euch, wie man es macht. Ja, aber das Hinterrad ist doch ab. Ja, geht wirklich mal ein Stück rüber, ich möchte euch nicht unbedingt machen. Ich mach das ernst, das Hinterrad ist doch ab, wie willst du denn fahren? Hallo, ich stehe hinten, bin hinter euch, hallo. Ja, geh doch mal rüber. Warum? Ich will gucken, ich lese gerade. Auch wenn ich nicht so gut kann. Der kratzt etwas in unser Boden rein, ne, wenn er damit... Er fährt einfach ohne Reifen. Ne? Ich wünschte, ich hätte auch solche Autos. Wahnsinn, wie das geht ohne mit Reifen. Den Laub mit den Okay, also meine Kollegen sind... Meine Kollegen sind keine Fotzen. Die... Ich muss AA machen, Digga, und er war gerade kurz davor rauszukommen. Kannst du das, also nicht böse gemeint, sag einfach, du musst es voll dringend, aber sag bitte nicht, dass die Schau Scheiß schon rausgefluckt ist. Was. Ich habe nicht Scheiße gesagt, ich habe gesagt AA. Wir müssen nochmal zurück, also das dauert noch, glaube ich. Ihr könnt euch aber da schon mal hinstellen. Ein paar Minütchen, ein paar Minütchen. Oh nein, sorry! Nein, sorry! Nein! Die stand da nicht mehr. Okay. Zwei Mannschaft kommen jetzt und holen euch ab. Bittet am besten nochmal rauf. Gegen das Auto. Beide drauf? Ja. Leck. Ja, die Luft war. Über Berge abhauen, ja? Beide weg, oder was? Hinter uns sind zwei. Oh mein Gott! Scheiße. Er ist weg? Also wir sind weg. Wir sind der andere. Sind beide weg? Ich glaube. Nee, guck mal, die fahren in die falsche Richtung. Die sind vorbeigefahren. Wir sind vorbei. Also quasi hinter uns. Könnt ihr gleich einfach Richtung Holz und dann die Fahrzeuge verstecken hinter meinem Haus oder so. Im Garten. bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, mein Lieber. Aber ich habe auch krasse Kopfschmerzen, Alter. Alter, du bist erst übers Auto, dann auch noch am Motorrad vorbei. Oh Gott. Wie war das nochmal mit der Ortskundeprüfung? Ja.
Ja, also hier die Einsatzleitung 49, die war echt entspannt, muss ich sagen. Die hatte einen Zopf, ich glaube so braune, rötliche Haare. Alter, die hat alles geglaubt. Die hat dann gesagt, ja, wir kommen jetzt noch mit Schutzmasken und geht... Oh. Okay, der fährt... Der dreht um. Egal, bis dahin sind wir eh weg. Okay. Nee. Nichts. Nein, hier ist auch nicht. Wir sind weiter. Ach, hinter meinem Haus. Vorne rein, da ist ein Tor. Oder das ist einfach ein. Ja, das wird warten, aber. Sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both. Alter, ich muss auch richtig pinkeln, ich bin... Was? Ach so, dein Chef, mein Chef, ja. Ich habe auch versucht, die Auftragsbestätigung einzubringen, ging nicht. Ich gehe rein, ziehe mich um und komme dann wieder raus, oder was? Also dann ist alles easy. Hast du nochmal gegen meinen Auto, kriegst du Schläge, ja? Rein, ins Tor und dann links direkt. Ja, okay, wir besteigen einfach mal die Mülltonne. Sehr gut gemacht. Okay, also meine Kollegen sind keine Fotzen, definitiv nicht.